Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Nash Feat Noah DD Freestyle, produced by G1 und Ry Lewis. Ich habe hier bestimmt so viel falsch ausgesprochen. Egal, wir gehen jetzt gleich in die Infobox. Ihr habt gesagt, ich soll auf den Song reagieren. Sogar auf Instagram mir geschrieben, dass ich darauf reagieren soll. Das ist auf jeden Fall dazu. Ansonsten checkt immer gerne ab, auf was ich schon alles reagiert habe. Wenn ihr dieses Video hier seht, habe ich auf Kollega, auf Bones MC und auf San Diego reagiert. Schreibt mir immer Vorschläge in die Kommentare. Das auf jeden Fall dazu. Okay. Das Ding ist aber nicht heute erschienen, ne? Das ist schon einen Tag vorher erschienen. 77.000 Aufrufe, jetzt schon in den Trends und wir haben gerade 2 Uhr nachts, deswegen. Okay. Cam und Edit, Video, Films, BTS, alles klar. Ich weiß Bescheid. Stehen alle drinne. Wir geben Gas. Let's go. Okay, es hört sich an, als würde uns ein aggressiver Song erwarten. Ich dachte mehr jetzt so, als ich die Kombo Nash Noah gesehen habe, dachte ich mehr so, dass das ein chilliger Song sein wird. So ein Song, wo du dich einfach mal zurücklehnst und auf entspannt dir gibst. Aber hört sich vom Anfang her, jetzt sieht nicht so aus. Okay, so düstere Stimmung, die da jetzt gerade aufgebaut wird. Nash, Noah. Und die Geige, die du da hörst, die hin und her geht. Bin jetzt ganz gespannt. Jetzt erwarte ich aber einiges. Fick den Rest. Hör mir zu. Ich hab Hex in den Angst, mein Herz in der Brust, ja, das Money im Kopf und mein Kelly im Paper, aber die Lamin, die Lafix, Superstar sein, ja, sie werden... Okay, Bruder! Warum? Was ist das? Was ist das denn für ein Einstieg? Er macht nicht diesen langsamen Einstieg und dann werde ich einfach mal gleich schneller und baller los und nein und keine Ahnung was. Nein, er ballert direkt los. Ich wechsle das Thema, weiß ich hab Dinge zu tun, wie zum Beispiel meiner Mama helfen beim Tüten noch tragen, nachdem ich ihr helf, geh ich raus, rauch einen Joint in der 10. Etage. Los am Bein, gib den anderen 10 Jungs in dem Raum, aber alle allein. Digga, das geht ab. Das geht ab, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Krass, ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Ich dachte jetzt, okay, halt von der Combo her dachte ich mir jetzt, wie gesagt, was ganz Chilliges, Langsames, Berauschendes, aber nein, es ist aggressiv, ein schnellerer Flow. Ja, Mann. In der Tasche, doch sende die Hälfte an Family in der Türkei. Ja, sie macht heimlich mal Bilder von mir, aber tut so, als wüsste sie nicht, wie ich heiß. Aber ist mir egal, weil ich weiß, dass sie eigentlich weiß, wie ich heiß. Ich hab keine Ahnung von Mathematik, aber weiß, wie man 2 Kilo Hase verkauft. Ah. Wenn sie nur Sinne geklaut, wo fahre da circa... Okay, das ist ganz krass. Das ist ja ganz krass. Ich hab ja gar keinen Bock auf Pause zu drücken. Junge. Cool. Cool, dass sie so in so eine Richtung einfach mal einschlagen. Aus dem Nichts. Ganz spontan. Freut mich. Okay. Cool. Aber es zieht sich ja voll durchgehend. Dieser schnellere Flow bleibt ja die ganze Zeit. Ich dachte jetzt erstmal, es kommt nur für eine kurze Zeit. Nein, es bleibt die ganze Zeit. Es bleibt und es hört nicht auf. Okay, also Noah hat einfach mal einmal tief eingeatmet und eine Minute lang nicht nochmal eingeatmet, sondern die ganze Zeit nur ausgeatmet und komplett geflowt. Ist mega, ich würde jetzt einmal sogar schreien. Ich würde einmal kurz nochmal diesen Frust aus mir rausschreien, aber es ist gerade 2 Uhr nachts. Das ein oder andere Mal wurde beschwert hier, der Junge ist zu laut. Deswegen, aber es ist mega. Es ist mega. Vor allem der stimmliche Wechsel auch, ne? Noah mit einer eher höheren Stimme und jetzt gerade Nash, diese tiefere Stimme. Der stimmliche Wechsel tut auch nochmal gut. Meine Stadt verlangt das, KS Bo, aber Hessbar hat anders. Zünd im Land an, du sagst es gut, aber Noah sagt Stand. Krass. Ja, Mann. Gefällt mir. Gefällt mir, Junge. Was denn? Diese Pause auch gerade tat auch nochmal gut.
Man hat irgendwie direkt Bock, irgendwie schnell zu rappen. Der Song gibt einen voll die Energie. Bam, bam, baller wieder Patz. Zünd den Blunt an. Du sagst es gut, aber nur sag Standard. Geht so. Seine Mische ist nicht gut für dein Kaffee. Ihr seid nur Fische und wir sind die Angler. Auch wenn wir inzwischen das Gold an der Wand haben, sitzen in der Küche, guck Crystal wie Pasta. Ich muss auch sagen, ich habe gar keine Probleme, denen zuzuhören. Das ist ja, schnell rappen ist ja die eine Sache, aber während du halt schnell rappst, ist das Wichtige, dass du verständlich klingst und was ist denn los mit mir? Warum rede ich so schnell? So, ich bin voll im Film, ne? Aber meiner Meinung nach, ich verstehe beide. Deine Maske, denn im Labor zu viel giftige Dämpfe. Lauf durch Polis und kenn hier die Gasse. Alligator ist gestrickt auf der Weste. Rauch vom Mac ist Zigarette. Noah Nash, die kennst du. Doppel die Money, statt die sind die Besten. Wir führen die Bänden. Krass, ja geil, also muss sagen, Nash hatte auch schöne Double-Time-Passagen. Was mir sogar bei Nash ein bisschen mehr gefallen hat, ist, dass er für Abwechslung gesorgt hat. Manchmal war er schnell. Dann war er kurz mal wieder langsam, dann wurde er wieder schnell. Bei Noah war das einfach nur, er hat eine vollautomatische genommen und einfach nur geschossen, bis er keine Munition mehr hatte. Vorne in der Messe, Vollmond an der Elbe. Willkommen in Nashville. Willkommen in Nashville. Hammer. Sehr cooles Ding, muss ich ehrlich sagen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen von beiden. Auch ganz, ganz unerwartet. Ich habe euch ja gesagt, mit was für einem Song ich gerechnet habe und was hier rausgekommen ist. Also wirklich fetter Kontrast. Ganz unerwartet für mich. Stabiles Ding. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein und ciao.